Und damit herzlich willkommen zurück bei Valhalla Hills. Diesmal ganz gechillt. Also die ersten Runden waren jetzt etwas eilig, ich gebe es ja zu. Aber was ist das? Eine Wolfshöhle. Das ist am Anfang leider so, weil die Maps da auch nicht so besonders sind. Jetzt werden die Maps schon spannender, größer, interessanter. Eisriesen, Wölfe rechts. Jetzt muss man sich auch ein bisschen mehr konzentrieren und jetzt will ich mich auch ein bisschen mehr konzentrieren. Ergo geht das Spiel natürlich ein bisschen langsamer. Wird also die erste Map sein, in der wir vermutlich in der wir vermutlich Pause machen werden. Wir fangen natürlich an mit einem Holzfäller. Einem zweiten Holzfäller. Am besten hier so. Im Förster dahinter. Viel weiter Richtung Norden will ich dann auch erstmal nicht. Okay. Das muss ich erstmal tun. Holzfäller und Förster. Ich habe mir früher mal angewöhnt, hier einen Kreis um den komischen Pömpel zu bauen. So. Level 2 ist normal, glaube ich zumindest. Oder ist das schon leicht erhöht? Weiß ich nicht. Aber so finde ich es angenehm. Da müsst ihr mir mal sagen, soll ich auf Level 2 oder lieber 1 spielen? 3 werde ich jetzt dann erstmal sein lassen. Kann ich das eigentlich auch mit Minus oder Plus oder sowas? Nö. Steuerung und nö. Ach ja, natürlich. Das Problem haben wir natürlich auch direkt. Da mache ich einen Bärenbusch weg. Das will ich vermeiden. So. Wir brauchen ja diesmal gleich einen einen Waffenmacher. Und eigentlich auch immer ein Lagerfeuer am Start. So. Damit die sich da ausruhen können. Hier einen Waffenmacher. Zack, Waffenmacher hat nichts zu tun. Ich brauche einen Hammer und zwei Äxte. So, dann ist wichtig, dass wir uns Angeln besorgen. Wir fangen wieder an mit zwei Fischern. Die schaffen es am Anfang relativ gut, uns zu versorgen. Und ihr seht ja diesen Einzugsbereich und ich versuche das halt so zu machen, dass sie sich quasi nur minimal überschneiden. Hier so dürften sie sich jetzt eigentlich so gut wie gar nicht überschneiden. Und ich muss aber beachten, warum geht denn der nicht denselben Weg zurück? Dass wir jetzt als nächstes auf jeden Fall auch schon mal eine Wohngelegenheit bräuchten, sonst wird es nämlich langsam eng. Hier kommt aber noch ein Lager hin. Hier muss irgendwo noch ein Lager hin. Das heißt, dieses Wohnhaus packen wir mal schon ein bisschen weiter runter. Da so hin. Damit sind sie jetzt auch erstmal mehr als genug beschäftigt. Jetzt müssen sie erstmal schlafen, sich ausruhen etc. pp. Der hat noch? Ja, der hat noch. Der hat noch gar nicht angefangen. Faule Sau. Steinbruch habe ich diesmal noch nicht. Ah, das ist natürlich ein Problem. Ich hoffe, der braucht keine Steine, der Steinbruch. Gott sei Dank nicht. Nice, das Ding hat es auch noch überlebt. Das heißt zwar, der wird keinen Weg. Wenn ich Pech habe, geht jetzt der Busch kaputt. Ah, Glück gehabt. Ja, die brauchen erstmal noch ein paar Äxte, damit die überhaupt schneller arbeiten können. Natürlich brauche ich erstmal einen kleinen Steinmetz, den ich da unten hinbaue, weil oben links sieht er ja, da sind Wölfe unterwegs. Hier wäre dann nochmal ein Holzgebiet. Jetzt mal auch viel, viel grün. Kann ich was anfangen. Na, jetzt erstmal müssen sie hier machen. Lager. Wo baue ich das Lager hin? Da brauche ich dann erstmal Bretter. Ich habe ja noch gar kein Sägewerk. Das planen wir dann gleich mal als nächstes. Ne, ein Sägewerk. Hier. Mhm. Hier so hin. Ja, überlebt sogar der Busch. Hat der Erste jetzt eine Axt? Ja. Ja, er baut schon die Angeln. Perfekt. Perfekt mit den Angeln.
Was ist hier los? Wikingeranzahl? Ja, 10 von 10. Ich weiß, ist wieder kein mehr, der hier arbeitet, oder was? Ne, ich habe ja noch einen Arbeitslosen. Könntet ihr auch mal das Wohnhaus zuerst bauen, aber irgendwie wollte er das gerade nicht. Jetzt bauen sie es. Wenn natürlich jetzt den anderen Kram zuerst baut, ist das natürlich blöd. Ja, ein Fischer war notwendig eigentlich. Ich habe aber angeblich noch einen Arbeitslosen. Oder es ist noch keiner Fischer geworden. Doch, der ist Fischer. Okay, ich habe immer noch einen Arbeitslosen. Sägemühle erstmal ausschalten, bitte. Zwei Arbeitslose. Okay, dann Sägemühle bitte wieder anschalten. Ah, die sind schon abgezogen. Das ist natürlich sehr clever. Okay, das muss ich mir merken. Oben der arbeitslose Wikinger ist wirklich einer, der gerade gar keinen Beruf hat. Das ist noch... das haben sie jetzt geändert. Früher war das so, dass erst wenn das Gebäude fertig war, der Arbeiter verrechnet wurde. Jetzt weiß ich aber, dass ich nur einen arbeitslosen Wikinger habe. Damit kann ich aber arbeiten. So, dann der zweite Angler. Brauchst du schon zwei, sonst geht das nicht. Aha, da werden dann die Wege auch breiter, wenn die häufiger benutzt werden. Später upgraden die sich dann, glaube ich, noch zu Steinen. Ich weiß aber nicht, ob die dann unbedingt schneller werden. Na los, macht was. Ah, noch ein Fischer, das ist immer gut. Achso, natürlich, der holt Steine. Ich habe gerade überlegt, was macht denn der die ganze Zeit? Ja, da liegt Holz ohne Ende. Was holt mal wieder keiner? Und gut, wenn der natürlich der eine freie Wikinger gerade ist oder so. Ah, der trägt gerade das... Warum baust du jetzt nicht hier weiter? Achso, weil ich keine Sägebretter habe. Wir haben keine Sägebretter. Ihr wisst schon, keine gesägten Bretter, wollte ich sagen. Da. Ja, Sägemühle. Damit müsste mein Schreiner loslaufen. Oh ne, es fehlt an einer Axt. Das lässt sich beheben. Geht hier irgendwas von besserer Weg? Nö, steht, der zählt nur die Benutzung. Kann das sein, dass die ab 500 ein bisschen breiter wird? Ja. Gib dem mal eine Axt. Ich glaube, sonst kann der nämlich nicht anfangen. Ah, der schläft gerade ein bisschen. Da liegt ein bisschen Fisch. Das ist sehr gut. Ich kümmere mich dann auch gleich ums Lager. Okay, der stellt jetzt die Säge... Ne, die Axt her, die noch fehlt. Und das nächste wird dann... auch schon gleich ein Lager. Ein großes... Das hoffentlich schafft, hier soweit alles abzudecken. Ah, warum geht er denn nicht denselben Weg hin wieder zu... Da können wir eigentlich auch gleich alle Richtungen einplanen. So. Jetzt hat er eine Axt. Jetzt müsste er gleich anfangen zu sägen. Ja, da kommt das Sägeblatt raus. Können wir das Wohnhaus fertig bauen. Dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Wikinger. Dann wird es als nächstes darum gehen... oh, da sägt ganz schön lange an dem Ding. Ah, da hat er ein Brett. Pomp, pomp, pomp. Ja, ein Jäger... lohnt sich da eher erst im Norden. Hier so eher weniger. Was fehlt hier noch? Ah, hier fehlt noch ein Brett bestimmt, ja. Nice, da ist noch ein Brett. Wow, da war er auf einmal da. Hat sich hinteleportiert. Sah ein bisschen komisch aus. Weiß nicht, ob das so ganz koscher war.
Ich hätte gern oben eine Leiste, wo ich einfach immer sehe, was wir noch an Nahrungsmitteln haben. Keine nehme ich gerade aktuell. Achso, wir haben noch kein richtiges Lager, fällt mir gerade ein. Komm. 8 neue Wikinger. Das passt. Gut, als nächstes wird dann da das Lager fertig gebaut. Dann weiß ich, dass die hier oben bestimmt gerade unter freiem Himmel schlafen. Wir kriegen ein kleines Wohnzelt. Nächstes wäre Steinmetz für die Verarbeitung der Steine. Da werde ich nämlich jetzt auch bald welche brauchen. Und dann natürlich hier den ersten Kurier mitten im Lager. Oh, da brauche ich schon mal noch eine Kuriertasche. Und wahrscheinlich noch einen Hammer. Ja. Essenslager, das da Lager, 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 Lager. Das brauche ich alles nicht. Ich will mal gerne so ein Essenslager sehen. Logistik. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Okay. Dann gucken wir, dass wir jetzt hier Militär kriegen. Ne, erst brauche ich noch einen Waffenmacher. Ja, der kommt ans Lager, das passt. Waffenmacher. Und dann noch ein Militärlager. Ich kann erstmal hier so hin. Weg braucht das nicht, weil das ja eh ständig wieder verschwindet. Steine, kann ich natürlich auch nicht respawnen. Also mit Steinen muss man tatsächlich haushalten. Was aber okay ist. Bin geneigt dazu, hier drüben noch einen dritten Fischer. Ne, dann eher noch in die Richtung noch einen Fischer. Aber zuallererst muss hier mal die blöde Wolfshöhle weg. Damit ich hier drüben dann auch jagen kann. Oben ist auch noch ein Wolf. So richtig was zu jagen ist hier nicht. Da sind nur Pilze. Ach ja, gib dem mal noch einen Träger. Dem Lager. Weil das mein Hauptlager ist, kriegt das 3 Träger. So. Waffenmacher geht auch nochmal einer weg. Essenslager lasse ich erstmal so, wie es ist. Und dann bauen wir gleich mal noch ein Wohnzelt. Wird nämlich langsam wieder knapp mit Leuten. Na, der Waffenmacher, der kommt hier aber nicht so richtig voran. Was fehlt? Eine Waffe fehlt. Achso, natürlich. Ja, ich will auf den Waffenmacher warten. Beruhig dich. Wie baut denn keiner? Holz ist nicht im Lager. Obwohl beide Holzfälle eigentlich in Range sind. Aber da kann sein, dass die Träger natürlich jetzt gerade so beschäftigt sind mit allem möglichen anderen Kram. Dass er das nicht hin... Oh, hier. Wunschliste. Ja, genau. Ich kann nämlich hier keinen hinbauen, weil das zu nah ist. Da kann ich erst wieder... Hier oben könnte ich dann aber auch nochmal. Okay, gut zu wissen. Ja, kann jetzt mal einer hier den Waffenmacher bitte irgendwie abarbeiten? Wenn ich dem jetzt hier einen Träger verpasse, was passiert dann? Passiert da was? Ja, der Fischer kommt halt gerade nicht so richtig klar. Und hier sind Pilzer, da kann ich leider keinen Sammelbefehl geben. Und im Essenslager ist auch nur eine Frucht. Im Essenslager könnte man aber auch mal noch 2 Träger verpassen.
Haben die jetzt gerade den Stein da wieder weggeklaut? Bist du wahnsinnig? Mach das nicht. Ah, passiert sogar automatisch, dass da keiner dran stehen muss. Okay, dann kriegt der seinen Träger wieder weg, weil den brauche ich nicht. Oh, halt, das wollte ich nicht. Der Träger soll wieder entlassen werden. Brauche ich nicht dafür. Jetzt greift doch nicht den Wolf an, du Blöder. Ja, renn doch mal in die Richtung. Was wollen sie denn jetzt alle hier hinten? Ah, die machen ihn aber auch fertig. Da haben sie nichts zu suchen gehabt. Macht euch doch mal weg hier hinten von der Wolfshöhle. Was willst du denn hier hinten? Nein! Weg! Jetzt rennen die da alle um die Wolfshöhle umeinander. Vollidioten, ey. Ja, lass dich töten, cleveres Mädchen. Schläg dich untern Baum neben den Wolf und renne Richtung Klippe, dass du ja nicht wegkommst. Und der Nächste, der wieder da hinten rumeimert. Kämpf doch nicht gegen den. Lauf weg. Nein, nicht in die Richtung. Wie kann man denn nur so finster sein? Hat der endlich mal seine Axt? Das macht den fertig. Das würde ich den gerne irgendwie befehlen. So ein bisschen wie bei Stonehearth. Die sind halt echt gerade zu finster. Ja, rennt doch mal richtig weg. Ihr seid aber auch bescheiden. Jetzt das mal ein bisschen weiter vor, damit der Krieger da klarkommt. Dann brauche ich noch einen Heilstab und einen Bogen. Hier bitte noch einen Heiler und einen Bogenschütz. Geht halt nicht anders. Muss man erstmal drei Krieger hier einberufen. Einer hat jetzt immerhin eine Axt. Ja, nichts zu essen da. Ist halt ein bisschen blöd. Da hinten sind so viele Pilze, aber die will irgendwie keiner. Nee, die wollen die hier hinten an der Wolfshöhle. Ach, Mensch. Was hätte ich denn noch zu... Ja, Jäger bringt es hier halt nicht. Und ein... Ich opfere hier für die Farm. Opfere ich einfach mal Bärenbusch. So, zwei Farmen. Für die zwei Farmen werde ich dann noch eine Mühle brauchen. Und einen Bäcker. Für den Bäcker werde ich aber noch einen Brunnen brauchen. Okay. Ist das... Ah, das sind die Ressourcen, die ich derzeit habe. Das ist sehr gut zu... Das ist gut zu wissen. Nichts, nichts. Sind leider immer noch nicht fertig. Damit sind sie jetzt dann, glaube ich, auch alle verplant. So, dann machen wir ja erstmal einen Kreislauf fertig. Durch noch einen Weg. Und von hier nach da. Und nach da. Und nach da. So. Da entsteht. Oh, jetzt sind natürlich die Farm. Beide hier. Die habe ich jetzt ein bisschen eingekesselt. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Ich hoffe, die sind halbwegs clever. Was fehlt denn dem immer noch? Der Bogen. Aber angeblich ist der fertig. Jetzt macht den Wolf endlich tot. Da, der Wolf. Lag nieder. Ja, na, endlich. Dann wieder hierher. Das seid ihr relativ sicher.
obwohl da nochmal eine kleine Stelle wäre, wo die hier dahin. Mitten rein, da seid ihr erstmal sicher. Könnt was essen und so weiter und so fort. Die haben eigentlich nur ein Schlafplatzproblem. Naja, aber hier oben will ich jetzt nicht noch mehr Anbaufläche wegnehmen, als ich sowieso schon habe. Ist hier unten meinetwegen ein kleines Schlafzelt. Da liegt aber schon eins. Ist das befüllt oder was bis zum Rand? Was fehlt hier? Ach, ein Brett. Ja, natürlich. Ich sag mal, hier hinter kommt ein großes Lager. Da oben ist ein blöder Wolf. Töte den gleich. So. Und zu dem großen Lager kommt dann auf jeden Fall noch ein Kurier. So. Und naja, ja, ihr wisst schon, ein Holzfäller und so weiter. Erstmal nur ein Holzfäller. Für den Förster muss ich warten, bis der Holzfäller Platz gemacht hat. Oh, ja, zwei Sicheln fehlen. Eine Backschaufel fehlt. Den Holzfäller wird dann eine Axt fehlen. Für den Kurier wahrscheinlich so ein Kissen. Und ich werde langsam aber sicher dann auch noch einen Jäger brauchen. Okay, die haben den abgeschlachtet. Dann kommt ihr wieder hierher zurück. Dann hole ich mir jetzt endlich einen Jäger. Jäger, 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 Jäger. Jäger. Ah, da ein Jäger. Der kommt hier so hin. Aha. So. Und hier kommt dann schon wieder noch ein Kurier und noch ein Lager hin, sehe ich gerade. Okay. Ja, jetzt fehlt Mehl. Es fehlt noch an der Sichel. Das kann doch gar nicht sein. Also der baut noch fleißig. Es fehlt vor allem aber an Leuten. Baue ich da oben mal noch ein Wohnzelt? Es kann sein, dass es jetzt echt an Leuten fehlt. Was mache ich da? Ich habe dem Lager hier doch Träger zugewiesen, ne? Ja. Ziehe ich hier zwei Träger ab. Und die erstmal was anderes machen. Oh, halt. Ich kann hier erstmal alle Träger abziehen. Gerade nämlich keine freien Arbeiter habe. Die auch noch halbwegs sinnvoll hier was unternehmen können. Sind alle voll. Das ist jetzt eher schlecht. Haha. Ja, wir sind aber erstmal am Ende von der Folge. Aber ihr seht, jetzt geht's schon ein bisschen strukturierter, jetzt wird's auch ein bisschen interessanter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.